Das Zelt steht und die ersten Vorstellungen liefen bereits erfolgreich. Das Weihnachtsspektakel Ganz, ganz anders läuft bereits seit dem 25. November und feiert in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum. Da wollen wir auch einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen und herauskriegen, was alles über die Bühne gebracht werden muss, um so eine Show auf die Bühne zu bringen. Bereits Ende Oktober wurde von der belgischen Firma Het Spiegel Palais der Spiegelpalast auf dem Burgplatz direkt hinter dem neuen Rathaus aufgebaut. Das Zelt hat einen Durchmesser von 22 Metern. Dazu kommt nochmal das Vorzelt, was dann die Gesamtlänge auf 30 Meter bringt. Genug, um den gesamten Burgplatz zu füllen. Ausverkauft passen bis zu 300 Personen in eine Vorstellung der Dinnershow Ganz, ganz anders. Nachdem das Grundgerüst stand, konnte auch das andere Equipment geliefert werden. Darunter ein Küchencontainer, in dem später das exklusive Vier-Gänge-Menü zubereitet wird. Mit Wasseranschluss und Platz für zahlreiche Kochutensilien ein Ort, an dem die nächsten Wochen jede Menge los sein wird. Schließlich werden hier Abend für Abend rund 250 bis 300 Essen gekocht. Dazu gehören neben einer guten Organisation geübte Handgriffe und Mitarbeiter mit Erfahrung. Ziel ist es nämlich, jeden Gang innerhalb von 10 Minuten an die Tische zu bringen. Das ist eine logistische Herausforderung, was wir hier machen. Wir fangen ca. 13 Uhr an, jeden Tag frisch zu kochen. Sie sehen es, wenn Sie jetzt hierher gucken, es ist im Prinzip vorbereitet, was heute Abend passiert, sodass nur die letzten Handgriffe noch passieren, wenn das Essen zum Gast geht. Also das, was vorbereitet werden kann, Teller garniert, abgefüllt und so weiter, das ist alles schon im Vorfeld und geht dann, sage ich mal, im letzten Moment heiß auf den Teller. Man wird mit einer Schar von Kellnern an den Tisch gebracht. Einen Leckerbissen wollen auch diese Leute zubereiten, allerdings einen der Unterhaltung. Kurz vor den Vorstellungen proben die Darsteller noch einmal. So wie das Essen perfekt aussehen muss, so wollen auch die Künstler nichts dem Zufall überlassen. Die richtige Schminke, das schönste Kostüm, alles muss passen, bevor die Scheinwerfer angehen. Doch haben die Schauspieler mit teilweise jahrelanger Bühnenerfahrung eigentlich noch Lampenfieber? Ehrlich gesagt, nein, nicht so richtig. Ich muss mal gleich rausgucken, wie viele Leute da sind. Ich glaube, es soll recht voll sein. Ich glaube, dann kommt es bestimmt. Es geht gerade noch, aber das kommt immer kurz vorher. Es ist immer dasselbe Spiel. Es hält sich im Moment noch in Grenzen, das kann aber kurz vor der Veranstaltung dann deutlich aufgeregter sein. Während hier der Herzschlag langsam steigt, suchen die Zuschauer schon ihren Platz. Die ersten Plätze waren schon Monate im Voraus reserviert. Da erhofft man sich auch einiges. Einen illustren, fröhlichen, unterhaltsamen, interessanten Abend. Och, dass es schön lustig wird, dass wir schön trinken und essen und ein bisschen feiern. Viel Spaß, ein sehr gutes Essen, spannendes Essen. Ja, und alles interessante Gäste, viel Freude vor allen Dingen. Ich hoffe, das ist mindestens genauso gut wie die letzten Jahre zuvor. Mindestens, wenn nicht sogar besser. Ganz viel. Ich war schon ein paar Mal hier und mir hat es immer gut gefallen und heute ist eine Mischung aus den vorangegangenen Jahren, von daher denke ich, dass es schön wird. Damit das auch so wird, hat sich die Crew in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Der Maître des Spiegelzelt-Restaurants, Herbert von Kremfeld, möchte sich mit seiner Gattin Anna Karenina versöhnen. Dazu hat er sich eine teure Zeitmaschine gekauft und reist damit durch 9 Jahre ganz, ganz anders Geschichte. Der Höhepunkt der Show wird hier nicht verraten. Der des Vier-Gänge-Menüs ist dagegen ein offenes Geheimnis. Geschmorte Keule von der Freilandgans auf Rosenkohl, Wirsinggemüse und gebackenem Kartoffelkloß. Am Ende hat allen alles geschmeckt. Das Essen, die Aufführung und natürlich das unvergleichliche Ambiente. Wer das selber erleben möchte, hat noch die Gelegenheit dazu. Bei den Vorstellungen an den Weihnachtstagen und der Woche danach gibt es noch gute Chancen auf Karten.